Buggy war sein Leben lang Pirat. Er ist unter den Besten der Besten aufgewachsen. Seine Vorbilder waren Monster wie Rayleigh und Roger. Mit Shanks hatte er sozusagen einen Bruder und zugleich besten Freund, der unfassbar talentiert war und scheinbar in die Fußstapfen ihres Captains treten sollte. Nicht ohne Grund hat Roger schließlich Shanks und nicht Buggy den legendären Strohhut übergeben. Wenn man sich Buggys Hintergrund anguckt, dann kann es schnell merkwürdig wirken, warum er damals im East Blue sein Unwesen trieb, obwohl er bereits die ganze Grand Line mit der Ausnahme von Laugh-Tale bereist hatte. Und jetzt endlich in Kapitel 1082, schlappe 1073 Kapitel nach seiner Vorstellung, hat Oda uns das bislang noch geheime Puzzleteil gegeben, um Buggys Reise zu verstehen und zu verstehen, warum er so gehandelt hat, wie er es tat. Man könnte sagen, dass Oda Buggy in diesem Kapitel in einen ernsthaften Charakter verwandelt hat. Und das Ganze ist ihm genial gelungen, weil er zugleich den Joke um Buggy herum behalten hat. Aber worum genau geht es eigentlich? Bevor wir darauf zu sprechen kommen und so richtig loslegen, kannst du mir gerne noch ein Abo dalassen, keine weiteren spannenden One Piece Themen mehr verpassen und wenn dir dieses Video gefällt, dann lass mir gerne auch einen Daumen nach oben da. Es geht um die Flashback-Szene auf Loguetown nach der Hinrichtung von Roger. Dieselbe Szene haben wir bereits einmal aus Shanks Perspektive gesehen, als er damals auf dem Schiff von Whitebeard war, doch nun erhalten wir auch die von Buggy. Und zwar erkennen wir in diesem Moment, dass Buggy Shanks als Nachfolger von Roger akzeptiert hat. Er wollte sich Shanks anschließen. Damals wirkte es ganz anders. Er wollte gemeinsam mit Shanks nach Laugh-Tale reisen und er wollte sehen, wie Shanks als sein Captain zum nächsten Piratenkönig wird. Das verleiht Buggy wahre Größe. Immerhin ist Shanks von seiner Geburt an sein Bruder, bester Freund, aber eben auch Rivale gewesen. Trotzdem hat er eingesehen, dass Shanks derjenige ist, der das Potenzial besitzt, Piratenkönig zu werden. Und auch derjenige ist, der von Roger auserkoren wurde. Schließlich hat Shanks den Hut von Roger erhalten und nicht etwa Buggy. Wenn dem nun aber so ist, was hat dann zum Bruch geführt? Warum ist Buggy weggerannt und hat es auf die Schatzkarte geschoben, die Buggy wegen Shanks verloren hat? Wir müssen uns vor Augen halten, dass dieses Gespräch zwischen Shanks und Buggy direkt nach der Hinrichtung von Roger stattfand. Von ihrem Captain. Und wahrscheinlich nicht nur ihrem Captain, sondern auch ihrer Vaterfigur. Selbst wenn es so gewesen sein sollte, dass Roger mehr die Vaterrolle bei Shanks übernahm und Rayleigh die bei Buggy, so tut es natürlich beiden extrem weh. Und dann fallen auch noch die Worte von Roger ins Gewicht. Er treibt alle Anwesenden an, das One Piece zu finden, das nun mal auf Laugh-Tale ist. Für Buggy muss ein wahrer Pirat diesen Schatz verfolgen. Und um diesen Schatz zu finden, muss man eben nach Laugh-Tale. Als Shanks ihm daraufhin also sagte, dass er vorerst nicht nach Laugh-Tale will, ist Buggy natürlich schockiert gewesen. Für Buggy fällt das Bild, das er von Shanks hatte, vollkommen zusammen. Es klingt für ihn so, als ob Shanks seinen oder ihren Traum aufgibt oder vielleicht sogar verrät. Wenn dieses Gespräch etwas später stattgefunden hätte, dann hätte sich dieses Missverständnis vielleicht vermeiden können. Hätten sie ein paar Tage später nochmal miteinander gesprochen, hätte es sicherlich aus der Welt geschafft werden können. Das ist aber nicht passiert und so. In diesem Fall, wie es nun mal passiert ist, hat es das gemeinsame Abenteuer von Shanks und Buggy beendet. Buggy hat dieses vorerst scheinbar überhört oder auch einfach missverstanden. Dabei ist es aus Shanks Perspektive natürlich nur logisch, dass er nicht einfach nach Laugh-Tale segeln kann. Sie waren schließlich erst 15 Jahre alt. Und sicherlich waren sie wesentlich stärker als zum Beispiel Ruffy, Sabo oder Ace in dem Alter, also zumindest Shanks, aber sie waren nicht stark genug, um sich mit den Stärksten zu messen. Sie hätten gegen Whitebeard, Big Mom oder Kaido, gegen Sengoku, Garp oder Zuru oder auch gegen die ehemaligen Rocks-Piraten keine Chance gehabt. Aus diesem Grund musste Shanks sich erstmal eine eigene Crew und damit verbunden auch eigene Stärke aufbauen. Doch dieses Missverständnis gab es eben und so trennten sich die Wege zwischen Shanks und Buggy. Er redete sich selbst ein, dass er Shanks wegen seiner Schatzkarte nicht verzeihen könne, doch damit hat er sich in erster Linie selbst belogen. Buggy verbrachte also die nächsten Jahre im East Blue, doch das änderte sich durch das Erscheinen von Ruffy, der dann natürlich den Hut von Shanks trug. Für Buggy muss es so gewirkt haben, als hätte Shanks seine Ambitionen komplett aufgegeben. Und aus diesem Grund war Buggy auch extrem wütend. Wegen der Verbindung zu Shanks hat er dann erstmal den Hut angegriffen,
Und als er erfahren hat, dass es tatsächlich der Hut von Shanks ist, hat er darauf gespuckt. Dabei sollten wir eben nicht vergessen, dass Buggy 22 Jahre im East Blue verschwendete und folglich einiges an Frust sammelte. Was er natürlich alles Shanks zuschreibt. Dieser Moment und seine darauf folgende Niederlage war der Moment, wo Buggy wachgerüttelt wurde. Wo er zur Erkenntnis kam, dass er letztlich auf die Grand Line gehört. Schließlich hat doch auch gerade die Grand Line besonders interessante Schätze. Und so sehen wir, wie Buggy auf der Grand Line den Schatz von Captain John sucht und dabei dann auch auf Ace trifft. Mit Ace wird dann erstmal schön gefeiert, weil Buggy Whitebeard natürlich noch von den alten Tagen kennt. Später landet Buggy dann bei seiner Suche nach Captain Johns Schatz in Impel Down, wo er dem Schatz schließlich auch ein Stück näher kommt, und zwar weil er die Schatzkarte von Ruffy erhält. Und mit seinem Ausbruch aus Impel Down beginnt seine Legende und das gigantische Lügenkonstrukt um seine Person herum. Vom Samurai hin bis zum Kaiser. Und auch das macht Buggy zu einem sehr interessanten Charakter. Nicht nur, weil er wie ein Pirat skrupellos lügt, bis sich die Balken biegen, sondern auch wegen der Entscheidung, die er in diesem Kapitel trifft. Wenn wir uns Buggy nämlich angucken, dann hat er sich in erster Linie immer für seinen unmittelbaren Vorteil eingesetzt. Ob er dafür vor Crocodile und Mihawk buckeln muss oder andere belügen muss. Hauptsache, es bringt ihm vorübergehend Vorteile ein, auch wenn es eigentlich gar nicht das ist, was er wirklich möchte. Doch diesmal hat er sich anders entschieden. Er ist ein enormes Risiko eingegangen, indem er sich ganz klar gegen Mihawk und Crocodiles Willen stellt. Wider ihres Willens hat er ihre Crew aufgeheizt bezüglich des One Piece und damit ganz klar einen Kurs gesetzt. Wir sehen also, dass Oda Buggy in einem Kapitel in einen wirklich ernsthaften Charakter verwandelt hat. Jetzt ist die Frage, wird er deshalb das One Piece finden? Tatsächlich glaube ich, dass er auf Laugh-Tale landen wird. Wahrscheinlich zusammen mit Shanks, um das Versprechen einzulösen. Letztlich wird Ruffy natürlich Piratenkönig werden, aber es kann durchaus sein, dass auch andere Personen Laugh-Tale erreichen. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass Buggy eine dieser Personen sein wird. Das aktuelle Kapitel hat einfach den Weg dafür gewiesen. Aber es hat auch gezeigt, warum Buggy eben nicht der richtige Piratenkönig wird. Oder sagen wir es so, nicht zu dem Piratenkönig, der zuvor Roger war. Für Roger geht es um Freiheit und das Abenteuer, genauso wie auch für Ruffy. Für Buggy wiederum geht es um Reichtum, Macht und Ruhm. Buggy ist eben durch und durch ein wahrer Pirat. Aber nicht die Art Pirat, auf die Roger wartet. Und demnach auch nicht die Art Pirat, für die der Titel Piratenkönig einstmals geschaffen wurde. Jetzt bin ich erstmal darauf gespannt, was deine Meinung dazu ist. Schreib es mir sehr gerne in die Kommentare. Hier kommst du noch zu weiteren Videos von mir. Und in diesem Sinne, ciao und bis zum nächsten Mal.